So, willkommen zurück bei Let's Play Spyro. Wir sind immer noch hier in den Zaubertürmen. So, da können wir auf jeden Fall rüber. Aber wir waren irgendwo hier unten im Skatepark, glaube ich, noch. Ja, hier gibt es noch viel zu tun. Ich glaube, du bist bereit, gegen mich anzutreten. Lust auf einen Freistil-Wettkampf um Punkte? Okay. Upsi. Aber das hier hatten wir eigentlich schon gemacht, oder? Das war nix, das habe ich gemerkt. So, wollen wir hier mal hochfahren. Damit wir hier das Ganze nochmal machen können. Autschi. So, mit 5600 müsste ich eh gewonnen haben. Deswegen suchen wir jetzt mal erstmal ein paar Edelsteine. Ja. Drüben steht noch was. Kannst du so schnell so gut? Zwei habe ich schon. Will eigentlich den Streckenrekord versuchen. Du kannst dich jetzt am Streckenrekord versuchen. Ja, genau. Sobald du auf ein Skateboard. Upsi. Habe ich vergessen abzuspringen. Läuft gerade ja noch nicht so. Das ist immer so knapp. So, schauen wir mal, ob wir nicht noch einmal hinkriegen.
da, naja. 10.000 ist der Streckenrekord, ich denk's mir. Warum? Ich weiß nicht, warum man sich am Ende immer so komisch dreht. Liegt bestimmt an mir. Das ist natürlich gut. Warum drehst du dich seitlich, Pyro? Und was überlebt er dann manchmal wieder? Jetzt will ich springen. Ja, das schaffen wir wieder nicht. Da gibt es einen Punkt und am Ende dreht er sich komisch. Ich kapiere nicht warum. So, eigentlich wäre es doch gar nicht so schwer jetzt. Ich weiß gar nicht, was er sich so anstellt. Andauernd muss er sich da so komisch drehen. So, Hälfte der Miete haben wir schon mal. Ich kapier es nicht. Scheint für Abwechslung Punkte zu geben. Kann es sein? Machen wir es halt so. So, geht doch. Ach, es gibt nur einen Fähigkeitsrekord. Okay, schön.
Da werden wir irgendwo gegen die Wand, weil sonst sehe ich immer nicht, wo die nächsten Diamanten sind. Aber hier gibt es wohl nichts mehr. Upsi. Warte, was? Diese Hütte und der schäbige Pinguin. Achtung, diese Hütte und dieser schäbige Pinguin sind tabu. Die Zauberin. Hey, das heißt, wir können hier auch noch nicht alles fertig machen. So ätzend zu treffen. Da. Er will wohl seinen Knochenfreund haben. Das machst du toll. Such bitte auch den Rest der Knochen, damit wir meinen Freund zusammensetzen können. Mache ich. So. Irgendwo. Oh. Das war wohl nicht so gedacht. Irgendwo muss hier doch auch was zu fliegen geben. Gibt's noch nicht. Dass ich das hier alles so... einfach so hinkriegen muss. Durchaus klar. So, jetzt haben wir hier alle. Oh, da ist noch sowas. Dann, wo geht's hier hin? Eine Welt voller Überraschungen, hm? Ich habe mit meinem Hauswolf Farley Fangen gespielt. Und als ich aus Versehen seinen Ball in dieses Loch geworfen habe, ist er hinterhergesprungen. Jetzt steckt er dort fest und ich kann nichts machen. Ich sitze hier und höre sein immer leiser werdendes Winseln. Nicht weinen, lieber Wolf. Nicht weinen. Oh nein. Dem helfen wir doch glatt raus hier. Der hilft uns ja sogar. Hm.
Der hier hatte wohl keine Angst vor. Und Wolf. Neun. Achso, der spawnt einfach wieder hier, wenn man runterwirft. Achso, ah, stimmt, wir brauchen es ja gar nicht. So, jetzt aber. Ist der süß. Danken. Gut, ich könnte dir dieses alte Ei geben, aber Farley hat schon darauf rumgekaut und es angesabbert. Aber der Gedanke zählt, richtig? Ja, sehr gut. Die Lich gerettet. Okay, dann haben wir auch hier drin alles. Weißt du, dass da so ein Knochendings drin ist? Hier so. Das ist schlecht. Aber ich glaube, gespeichert wird das ja trotzdem, oder? 1 von 8 klingt nicht so. Also... Was ist denn jetzt los? So, 2 von 8. So, den haben wir schon. Ich
Ah, hier ist noch einer. Aber hier irgendwo muss es was zum Fliegen geben. Ich meine, hier fliegt viel zu viel rum. Aber ich glaube, das schauen wir uns irgendwann anders an. Weil, ich weiß nicht, irgendwie komme ich nicht so richtig weiter hier. Muss ich mir doch mal was anderes anschauen. So, Gartenstadt. So, rausgetaucht haben wir hier schon alles. Die Eisspitze. Die wollen wir uns doch gleich als nächstes anschauen. Oh, ich sehe schon schwere Geschütze hier. Ich war heute mit Doc zum Eisangeln verabredet, aber der Weg wurde von Rhinoxen mit Eis versperrt und ich komme nicht durch. Ich wollte das Eis mit dieser Kanone wegpusten, aber sie trifft nicht vernünftig. Ich habe den ganzen Morgen nur daneben geschossen. Da. Die Vögel wollen wir hier runter putzen. So, hier kommen wir rüber zu den Zweien. Okay, dann können wir jetzt hier weiter. Autsch, da haben wir uns selber erwischt. Gekonnt. So. Gleich weiter hier. Da oben ist noch was. Aber hier ist überall noch was. Autsch. Aber wir bauen ja dringend noch eine Kanone.
So, hier haben wir doch noch eine. Geht doch. Warte mal. Das ist offensichtlich nicht ganz so einfach, wie ich dachte. Kanonenfutter. Na gut, hier kommen wir einfach noch nicht hoch, hm? Aber da wäre ich hochgekommen. Aber wie es weitergeht, würde ich sagen, sehen wir im nächsten Part von Let's Play Spyro Year of the Dragon. Vielen Dank fürs Zusehen. Heute mal ein bisschen mit schwierigeren Leveln. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ciao.